zusammen und willkommen zurück hier. Die Nachbarsbauern sind wieder unterwegs hier in Frankreich. Ja, ich habe mich jetzt heute mal für diese Folge entschieden, ein bisschen Paletten zu schubsen hier. Und ich weiß nicht, irgendwo hier auf der Karte rennt oder fährt auch der gute Andi rum und erzählt uns bestimmt auch gleich, was er heute so machen will. Hallöle! Hallihallo, ja, ich bin gerade am Marktstand und habe meinen Kontostand etwas aufgebessert. Der war ja letzte Folge noch minus 6 Euro, dann hat die Solaranlage etwas produziert und dann habe ich gedacht, ja gut, dann verkaufe ich mal ein bisschen Wolle. Und ja, jetzt habe ich wieder 27.000 Euro auf der Kalle liegen, ne? Das ist ordentlich. Boah, ne? Kann man mit arbeiten. Ja. Und dann werde ich jetzt wohl vielleicht mal ein paar Missionen angreifen. Um den Kontostand noch ein wenig höher in Wohlwollen zu treiben. Und was magst du Palettenfolge? Also müssen wir den Klickfinger bereithalten? Ja, ich habe schon 8 Paletten gefahren und es hat sich noch keine bewegt oder gedreht oder runtergefallen oder so. Es funktioniert aktuell. Das. Ich bin stolz auf mich. Wolle? Ja, ich habe auch Wolle. Du hast auch Wolle? Ja, ich nicht mehr. Ich habe 12.000 Liter Wolle verkauft. Alles raus. Na gut, die Wolle geht bei mir aktuell noch in die Klamottenbude. Die sehe ich schon fallen, Er tut da was. Ich habe ihn gesehen auf seinem Stapler, aber ich habe nicht gesehen, was er da tut. Nein. Wenn ich jetzt noch höher mache, kippt das Ding um. Ich weiß es. Ja, hier stehen auch massen weiße Paletten um, die ich gleich mal dann angreifen will. Aber erstmal der Mischis. Dann können wir unseren Rekordversuch dann heute noch wagen. Ja, also an Paletten. Davon wird gerade geschrieben hier. Das habe ich doch geahnt. Ich habe das gerochen. So, jetzt müssen wir die Palette nur wieder irgendwie hinstellen. So, da mal den Hugeln aufklettern. Habe ich denn noch Flüssigdinger irgendwo? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber habe ich da hinten noch Flüssigdinger stehen? Ich hatte doch da mal gehortet. Ich kann mich erinnern. Da war mal was. So. Ja gut, aber wahr trifft es ganz gut, ne? Der Stoff ist wichtiger. Der muss darunter. Die Klamotten müssen produziert werden. Was hat denn dein Chat hier über mich geschrieben? Wollte Andi nicht 18 Paletten machen? Ja. Das wollte er nicht, das will er immer noch. Dann lassen wir es mal überraschen. Die Frage ist, ob das Spiel damit d'accord geht oder nicht. Ja. Aber da machen wir gleich mal eine Folge raus. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal hier ein paar Missionen machen. Und dann mal gucken, wie schnell ich die Mission hier durchbringe. Machen wir auf jeden Fall mal eine Palettenstapelfolge und Rekordansatzversuch. Mal gucken, ob ich es in der einen Folge geschafft bekomme, die 18 Paletten übereinander zu stapeln. Weil das alleine ist ja schon eine Kunst für sich. Und dann mal gucken, ob wir sie transportiert bekommen. Die ganze Chose hier. So, aber jetzt war erstmal hier ein bisschen Happy Seed. Zack, dann kaufen wir noch mal hier die Hütte. Stehst du noch schon direkt neben mir? Okay, guten Hunger. Ja, einen guten. Hast du eigentlich mein Bild gesehen, Gaki? Ich habe auch mit einem GIF drauf geantwortet. Das habe ich gar nicht gesehen. Das
sah auf jeden Fall lecker aus. Ja. Endlich mal wieder Zeit gehabt, was zu kochen. Ja, es klingt komisch, ist aber so. Ich habe keine Zeit mehr zum Kochen. Ja, ja. So, guck mal, jetzt haben wir hier vier Paletten. Also mehr wie vier Paletten auf einmal fahre ich nicht. Das vier kann Paletten ich nicht. Auf einmal, das ist ja zum Warmfahren ist das. Ja. So, die Spätzle sahen aber nach gekauften aus. Ja, waren sie auch. Philipp ist Experte. Ja, Spätzle selber machen, das ist Unzauerei. Und ich meine, für die drei Spätzle, die ich da mit rein presse, weißt du, das ist irgendwie der Aufwand, rentiert sich da nicht. Oh. Ich meine, wobei selbstgemachte Spätzle schon echt, ach, das fällt mir sich spitzen, schon echt gut sind. Aber, ja. Oh. So. Aber Philipp, du darfst uns gerne mal einladen und wir verköstigen dann deine selbstgemachten Spätzle. Wieso ist hier nicht mehr produziert worden? Steht das Gewächshaus etwa? Also meins hat definitiv durchproduziert. Na, ich habe bei den einen stehen nur 5 Paletten, das ist ein bisschen wenig. Oh. Für eine Nacht. Ja, bei mir stehen ewig viele Erdbeeren rum. Ja, hab gut, ich schon wieder gesehen. Die gibt's ja bei mir nicht. Da muss ich gleich mal gucken, was da los ist. So, dann klappen wir hier mal, wenn wir hier auf dem Feld unterwegs sind, schon mal auf. So, oh, da wachsen Sonnenblumen drauf. Ja, guck mal an. Oh, guck mal an. Hatte doch die Gewächshäuser erst aufgefüllt, als ich so gutes Geld hatte. Oder ist da schon wieder alles weg? Ja, das kann gut möglich sein. Ziehen wir das noch ein bisschen darüber. Ja. Ja. Wir müssen auf jeden Fall noch Wasser fahren. Das ist wichtiger. Du tippst auf alles weg. Ja, gucken wir doch mal. Gewächshäuser. Gucken wir mal. Gewächshäuser. Nö, die laufen noch alle. Gucken wir. Alles an, alles an. Alles an. Ja, vielleicht, aber jetzt, du hast halt am Abend immer fleißig die Paletten weggeräumt, immer wenn eine gespawnt ist, ne? Vielleicht deshalb. Ja, ich hatte aber auch beim ersten, also wo nur Tomaten sind, ja auch alles weggehabt und der steht voll. Komisch. Na gut, egal. Wichtig ist, dass es läuft. Vielleicht war der Mitarbeiter von dem einen Gewächshaus nicht ausgeschlafen und der andere schon und hat deswegen zu gut produziert. Oder so. So, dann gibt's mal eine Runde Wasser. Ich hab heute weinen müssen. Warum? Ich habe heute auf der NF Marsch das erste Mal Diesel gekauft. Das 18.000 Liter fast 72.000 Euro. Autsch! Boah, das haut so rein, das ist so ätzend. Aua! Das sind ja 4 Euro pro Liter. Ja, er hat auch irgendwie auf 3.900 noch was pro 1.000 den Dieselpreis hochgesetzt. Alter Schwede! Das haut dann ganz schön rein. Da ist der Zwiebelleder auf einmal im Geldbeutel, ha? Ja. Puh. Aber ich bin froh, dass ich da den Mod habe mit sehr viel Kredit. Ja. Weil ich habe da schon wieder irrsinnige Ausgaben gemacht. Was hast du denn gegönnt? Magst du mal erzählen, Gacki? Einen neuen Drescher. Aha. Mit einem Mega-Schneidwerk. Okay. Also sagen wir so, es ist der John Deere X9. Mhm. Mit dem Durus 60 Fuß, also 18,20 Meter Schneidwerk. Ach du Heiliges.
und passend dazu einen JCB mit einem riesen Anhänger als Abfahrer. War dann jo. Mal in completo eine knappe Million. Ach du grüne Neune. Boah. Aber das es ist halt eine andere Karte wie hier, das merkt man mit den großen Feldern, da brauchst du das einfach. Ja, ja. Weil sonst ja. kommst du da nicht wirklich voran. Man merkt es auch bei unserem Hardcore-Projekt, ne? Ich meine, mit kleinen Maschinen, da ist es schwierig, ne? Da kommst du halt nicht wirklich vom Fleck. Ja. Da musst du gleich richtig investieren oder man krebst ewig da vor sich hin. So ist es. So. Oh, und eine meiner Zuckerübenmissionen ist weg. Hä? Ja, also ich war heute Mittag mal, ein halbes Stündchen war ich nur drin, hab ein bisschen weiter geerntet. Und dann, weil ich ja eigentlich die noch annehmen wollte. Aber dann war die nicht mehr da. Oh. Ja. Schade. Schade. Aber das wären auch nochmal so 40.000 Zuckerhüben oder so gewesen, die in meine Tasche wandern würden. Und das wäre schon nice gewesen, aber gut. Kann nicht alles haben. So ist das. So, da können wir gleich noch ein paar Fuhren Wasser fahren. Habe ich vorhin auch schon gemacht. So. Geht da noch ein ganzes? Oh ja, da geht noch ein ganzes. Sehr gut. Nächste Folge geht's dann ans Düngen. Ja, ich habe jetzt hier. Feld und Missionsfeld. Ah, ja, ja. Ja, das. Ja, wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, das Missionsfeld, ne? Boah. Ich denke, das wird trotz allem relativ schnell gehen. Ja, gut, ich habe jetzt nicht den ganz großen Düngestreuer. Der hat halt nur 30 Meter Arbeitsbreite. Aber damit wir auch schon gut vorankommen, denke ich. Mit welchem Düngersteuer machst du das? Ich habe den Bredal. Ach so. Der halt auch Kalk kann. Ja, ja. Ah, du wechselst dann immer. Ja. Aber ich denke, irgendwann wird eh der Amazone kommen. Weil der halt einfach mit der Teilbreitenschaltung mega ist halt einfach, ne? Interessanter ist. Ja. Und der Bredal ist eigentlich nur fürs Kalken richtig, richtig gut, weil da bringst du halt auch Volumen halt rein, ne? Dann müssen wir mal schauen, wie wir dann überkommen in die Ecke da drüben. Oh, da liegen noch ein paar Kiwis rum, sind immer noch keine Bäume da ausgewachsen. Verurteile das. Tja. Ja, aber weißt du was, wenn der hier ablädt, können wir doch die nächste Runde Paletten fahren. So. Wir müssen noch bei den Eiern einmal gucken. Oh ja, und bei den Gewächshäusern geht's weiter. Ja, und ich push mal meinen Kontostand ein bisschen. Ja, muss auch sein. Ja, du pushst ja deinen Kontostand mit einem Schlag. Ich muss das halt auf kleinere Häppchen machen. Hatte ich einmal das Glück, dass ich vor dir geguckt habe. Ich hätte es sowieso nicht annehmen können, also weil ich habe schon alle Mission-Slots voll. Ja. Da hätte ich eine abweichen müssen, das wäre halt auch nicht schön gewesen, ne? Stimmt. Dann gucken wir mal, so. Wie sieht's denn da aus? Wie ist das so? Nö, das ist nicht ganz so schön. Und wir machen das mal so. Ha? Was hältst du von der Idee? So tun wir. Was ist das jetzt hier für eine Musik? Ist ja wild.
By the way, Musik, ne? Ich wollte mir hier von Panda da so, ne? Das wollte ich mir reindingsen. Aber es ist wohl geschickter, wenn man das über Spotify macht, aber ich hab halt kein Spotify. Ich habe gesehen, bei Spotify gibt's Studentenrabatt. Oh, ja, gut. Und das ist ja was für dich. Ja, Mensch. Das werde ich doch direkt mal nutzen. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat, warum nicht? Na, das sind 5 Euro im Monat, was ich mir da spare. Ja, 5 Euro sind 5 Euro. Na, haben oder nicht haben, ne? Genau. Nee, guck, da kommt gleich wieder Philips. Seit wann studiert denn AMD? Ja, seit Dezember. Ja. So, was haben wir hier noch ein paar Paletten. Also ich bin heute wirklich überrascht. Ich habe noch keine Paletten. Na gut, doch, eine habe ich verloren. Hm. Aber sonst klappt das ganz gut heute. Deswegen ist ja mein Stundenplan so voll. Ich gehe ja nebenbei jetzt noch wieder ein bisschen arbeiten, 20 Stunden die Woche, und ich studiere 20 Stunden die Woche und nebenbei tue ich noch 30 Stunden die Woche streamen. wird schon wild hier mit dem Tag. Irgendwie gehen mir immer die Stunden aus. Ja. Ja, wenn du es mal zusammenrechnest, ne, das sind so zwischen 60, 70, 80 Stunden, was da pro Woche zusammenkommen an Arbeitsaufwand. Und da musst du ja noch irgendwann mal leben halt, ne, so zwischendurch. Ja, das muss auch noch sein. Schlafen wäre auch noch so ein Ding, was vielleicht eine Option wäre. Ist jetzt aber nicht so wichtig, ne? Kann man während der Arbeit. Nee. Nicht? Gut. Nee, das da nicht möglich. Das kann ich später machen, wenn ich wieder im Büro sitze. Ja. Philipp geht nur 39 Stunden arbeiten. Boah. Ist aber auch schon gut. Ja, was heißt hier nur, ne? Das ist halt auch halt einfach Vollzeit, ne? Aber ja. Ich meine, es ist ja nicht nur alles anstrengend, ne? Ich meine, Streamen, es ist zwar Arbeit, aber es ist jetzt nicht so anstrengend, aber da ist halt trotzdem noch was davor und danach und dann rendern und Videos hochladen und shiften, das gehört ja auch alles mit dazu, ne? Ja, das merke ich jetzt gerade wieder. Wie gesagt, ich bin gerade dabei vorzubereiten, eine komplette Tutorial-Reihe zu Curseplay. Und da kannst du halt nicht einfach so wie jetzt bei einem, sag ich mal, bei einem Let's Play, einfach ich setze mich hin und mach was. Da musst du schon dich vorher mal ein bisschen einlesen, gucken, wie geht das Ganze, einen Plan machen, was mache ich pro Folge, dass es auch nicht zu viel wird, und da muss ich wirklich quasi ein Drehbuch schreiben fast. Ein paar Stichworte, die man braucht, und hier und da und dort, und das geht auch einfach Vorbereitungszeit drauf. Ja, das ist. Und dann eben auch, um die und die Funktion zu zeigen, muss ich halt dann auch noch auf der Karte teilweise was vorbereiten. Sei es, wenn ich irgendwie Ballen wickeln zeigen will, muss ich vorher die Ballen gepresst haben, irgendwie auf dem Feld. Das muss dann schon erledigt werden. Und es ist nicht einfach nur mal, man macht mal 20 Minuten und das war's. Und easy snack? Nee, so ist das da nicht. Oder wenn man jetzt einfach mal auch das Projekt jetzt hier sieht. Es geht los, die Woche über gucken, was gibt es an schönen neuen Mods. Freitags, welche Mods sind geupdatet worden. Dann das Zeug hochladen, den Server neu machen, das machen, hier machen, da machen. Aber ich habe es ja heute, habe ich es ja interessant gemacht. Ich hab von unterwegs die Sachen hochgeladen. Okay. Ja, ich hatte den Rechner an, weil ich Videos gerendert habe. Und ich habe TeamViewer drauf und habe TeamViewer auch auf dem Tablet. Dann habe ich von unterwegs gesagt, so irgendwie um 5, als ich im Bus oder als ich fertig war dort, laden wir schon mal die Mods hoch.
Und bis ich dann zu Hause war, war alles fertig. Muss ich nur noch schnell die Beschriftung ändern vom Server und das war's. Aber zum Beschriftungsändern, Feierabend. Guck mal, wenn man wieder ein bisschen redet. Diese Folge ist schon wieder rum, ihr Lieben. Ja, morgen 12 Uhr geht's weiter hier auf YouTube. Auf Twitch sind wir in der Regel jeden Freitagabend unterwegs, so ab 18, 18.30 Uhr. Und ja, schaut da gerne vorbei und ansonsten eben sowohl bei mir als auch beim Andi auf den YouTube-Kanälen. Dort gerne auch Däumchen, Kommentare, Abos und Likes, genau, Likes fehlt noch, nicht da lassen. Ja, gut, das soll es aber jetzt gewesen sein. Ich sag tschüss, bis morgen früh, Mittag. Tschüss, schön, dass ihr dabei wart.